Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu meinem neuesten Drake Moon Opening hier auf dem Dumbabla-Kanal. Guck mal, das ist ja Groot. Es wurde alles umgestellt, oder einige von euch. Das letzte Drake Moon Opening lief ja ziemlich gut. Das ist wieder das Geld, das ihr gespendet habt. Es kam ja letzte oder vorletzte Woche diese große Spende rein. Da habe ich gesagt, da kloppen wir noch 25 Euro auf Ding drauf, auf Drake Moon. Und ja, ich hoffe, dass es hier wunderschöne... What the fuck? Ist hier eine Kiste mehr wert wie 5 Dollar? Ja, okay, wenn man die hier zieht, die Kiste ist natürlich bombig, ne? Wenn man aus der Kiste die hier zieht, was ist da drin? Aha. Da kommt dann halt ultra oft die Icarus wahrscheinlich, wenn du das Ding hast. Oder eben diese Candy. Die kommt ganz oft. Die kommt natürlich ganz oft. Lass mal kurz eine Testöffnung machen. Warte mal. Achtung, Icarus. Direkt. Okay, gut, es wär nicht schlecht gelaufen. Okay, fangen wir einfach mal an. Was haben wir denn hier alles so im Gepäck? Was ist in dieser 4 Euro M4? So, das ist ein M4. Wir ziehen einfach mal die Haul, würde ich sagen, oder? Ziehen wir die Haul? Auf, komm, wir ziehen halt mal die Hobel. Was soll's, oder? Weißt du? Also, ich meine, wenn, dann ziehe ich sowas halt auch mal easy. Verdammt. Aber am liebsten habe ich die Nitro. Muss ich ehrlich zugeben. Scheiße, Mann. Komm, einmal geht noch. Jetzt kann es aber ruhig die Haul werden. Kenn ich nicht. Sind alle guten Dinge 3? Natürlich sind alle guten Dinge 3. Was labert ihr? Ach Gott, die Nitro. Aha. Schon lange nicht mehr gesehen, das gute Stück. Was haben wir denn hier drin? Ratet mal, was aus dieser Kiste gezogen wird. Richtig. Es gibt Stat-Track. Habt ihr mir nicht letztens gesagt, es gibt keine Stat-Track-Waffen? Jetzt wurden die hinzugefügt, oder wie? Ja gut, aber das ist total überteuert für so einen Scheiß, oder? Ich weiß nicht, was die Guardian und die Directive in Stat-Track wert sind, aber... Oder die Elite-Build, die ist doch an Stat-Track maximal 2 Euro wert oder so. Wir könnten eine schicke USP noch ziehen, oder? Hier gibt es eigentlich nur 2 USPs, die euch nicht gefallen. Also aus den ganzen Top-10-Listen habe ich eben herauslesen können, dass euch die Blatt-Tiger nicht gefällt. Aber sonst eigentlich jede einzelne. Wir schauen einfach mal rein, vielleicht ist da was Nettes dabei für ein Giveaway. Na? Gut. Ist in Ordnung. Guardian. Können wir nehmen. Nicht wirklich? Ich hau die Sachen ja auch immer als Giveaways raus. Ich kann das ja jetzt nicht einfach, wisst ihr, was ich meine? Jede Waffe weggeben. Ich schließe es mal. Die haben wir jetzt ja bei uns im Inventory, ne? Das Ding. Ja. Wir haben auch noch von letztem Mal die Trigun hier drin. Die geht auch noch an euch. Sobald ich sie irgendwann mal auszahlen kann. Out of stock. Das hier ist wahrscheinlich das Äquivalent zur M4-Kiste. Ich fühle mich halt einfach nicht lucky. Und hier gibt's die AWPs drin. Ah, wisst ihr was? Ich glaube, ich mache mal so eine AWP-Kiste auf. Scheißegal, auch wenn es ein Safari-Mesh ist. Ist mir egal. Wobei ich mir fast sicher bin, dass wir diese Kiste ziehen werden. Wir gucken mal einfach, was passiert. Kommentarlos. Nochmal. Oh, ja, die habe ich mir gewünscht. Was haben wir da jetzt official, was? Chick? Haben wir die jetzt gerade gezogen? Welche habe ich gerade gezogen? Professional, war das die? Wow. Da sind ja Kisten drin. Ach Mensch, hey. Was ist in dieser 30-Cent-Kiste drin? Da kann doch nichts... Nee. Und dann, oh, die Blaze. Oh, die Blaze. Die ist scheiße, die Phoenix-Kiste, um Gottes Willen. Halt, warte, was war das für eine AWP? Wormgun. Vielleicht ist die gar nicht so scheiße, die Kiste. Wir behalten sie mal im Hinterkopf für die Zeiten, wenn wir nicht mehr so viel Cash haben. Was haben wir denn hier in der 9-Kiste? Ich würde sagen, so eine Farmer's Pulse hätte ich schon gerne wieder. Los geht's. Ching, 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 ching. Oh, es ist nicht die Farmers geworden, aber eine andere Pulswaffe. Aber die behalte mal gerade mal, die sind fucking sexy. Die Isaac finde ich auch ziemlich nice und die Weasel. Bin fast versucht, mal so eine 10-Dollar-Kiste aufzumachen, aber nachher ist da Kacke drin. Lieber nicht. Was haben wir hier? Beard covered. X-Ray, die ist wahrscheinlich nichts wert, ne? So sieht sie aus. Ja, ja, so siehst du aus, X-Ray. Chameleon, bestimmt auch eher weniger wert. Aber ich bin jetzt schon fast versucht, diese Kiste zu öffnen. Aber wisst ihr was? Was soll schon passieren? Pass auf, es kommt diese scheiß Kiste, die da drin ist. Oh nein, warum habe ich das gemacht? Nicht Dumbatz. Oh! Was ist die Fire Elemental so wert? Okay. Aber hey! Die ist schon schick! Die ist schon schick! Aber bis jetzt ein dickes Minusgeschäft. Wir brauchen wie letztes Mal auch so am Schluss vielleicht eine Waffe, die 40 Euro wert ist oder so. Damit wir da wieder rauskommen aus dem Loch. Nee, Quatsch, mir ist natürlich völlig klar, dass das letztes Mal einfach ein riesen Glücksfall war, dass ich da was Dickes gezogen habe. Was haben wir denn hier? Urban Hazard? Naja, Candy Apple. Oh, die Oxid Blaze ist cool. Die Shallow Grave. Cyrex. Hyperboist. Oh mein Gott, Blood Spade. Blood and Water. Die Blood and Water kenne ich noch gar nicht. Ich glaube, zu der habt ihr mir mal geraten. Ach, wisst ihr was? Wir haben es doch. Wir haben es doch. Bitte nicht eine von den dreien, okay? Ja. Das ist die beste aus der Kiste, hihi. Es kann ja eigentlich nicht nochmal eine Urban Hazard werden, ne? Weil die haben wir jetzt ja schon einmal gezogen. Oh Gott, guck mal da! Ich weiß, dass die wahrscheinlich vom Wert her nicht... Doch, die ist nicht schlecht, glaube ich. Ich hätte auf jeden Fall gerne Oxid Blaze oder so. Oder auf jeden Fall keine Cyrex. Ich will was richtig Schickes für euch. Oh! Ich meine, gut, wir hätten ja jetzt Gewinn gemacht. Und die Nova Hyper Beast ist auch wirklich schick. Wir behalten sie erstmal. Wir können sie ja nach wie vor aus unserem Inventar Dinge
Vercashen, oder? Geht das? Ja, zum Guthaben hinzufügen. Okay, es würde gehen. Es funktioniert. Das war jetzt diese Kiste, ne, die wir gerade geöffnet haben. Die behalten wir uns mal so im Hinterkopf für die letzten $2. Ich finde die Kiste, bei der rieche ich einfach den Win. Was war hier nochmal drin? Na, Kisten. Balkan. Was ist denn in der Balkan-Kiste drin? Wo ist die? Ah, die Balkan-Kiste gibt's gar nicht. Also, was haben wir denn hier drin? Eine Easy-Bug-Kiste. Das glaube ich ja erst, wenn ich tot bin. Milespec. Was ist denn da? Was ist die Milespec? 30 Cent. Easy Bug, als wenn diese Seite sowas zulassen würde. Dass es funktioniert. Dass man die Seite übercasht. Zum Test. Nur zum Test. Achtung. Nur zum Test. Weißt du, Best Community Cases. Das ist von der Seite, dass sie dir noch mehr Geld abziehen können, ja? Ich öffne mal diese Kiste, mal schauen, was passiert. Ach Gott, Leute, so ein easy bug, diese Kiste, ne? Mensch, hey, die Kiste ist super. Wir machen jetzt auch mal diese beiden kleinen Kisten auf. Ich möchte den kleinen Kisten eine Chance geben. Letztes Mal haben wir aus einer ziemlich kleinen Kiste einen riesen Gewinn rausgezogen. Also von daher, let's roll this shit. So eine Warm God wäre schon nicht schlecht für ein Giveaway auf jeden Fall. Wobei natürlich die Kiste Millespec auch nicht schlecht ist. Schön, dass wir die gezogen haben. Schön. Da will ich doch nochmal ziehen. Es könnte sein, dass wir hier vielleicht nicht nochmal die Millespec ziehen. Sondern die Cirrus, die natürlich noch deutlich weniger wert ist. Habe ich gut gemacht. Einmal noch. Alle guten Dinge sind drei. Komm. Oh, die Varicamo. Ist natürlich auch ein Prachtstück, ne, unter den Waffen. 38 Cent. Fast keinen Verlust gemacht. Naja, vielleicht haben wir hier noch was. Also diese Easy-Bug-Kiste ist lächerlich, oder? Glaubt ihr nicht sogar auch, dass es Kisten sind, die nicht von der Community sind, sondern von der Community, um die Community noch mehr auszuziehen, was Geld angeht. Ach Gott, die Capillarari. Was, die ist nur 16 Cent wert? Echt jetzt? Ich dachte, die wäre mehr wert, ohne Witz. Jetzt will ich aber noch was sehen. Komm. Elite-Bild. Was ist die wert? Oh, 10 Cent, oh mein Gott, wie geil. So, und jetzt öffnen wir und ziehen diese Blaze. Achtung, ich fasse kurz an. Kiste öffnen. Vielen Dank für die Blaze, meine Damen und Herren. Nee. Die Kiste ist kacke. Die Phönix. Ich riech's doch noch in der Phönix, dass wir so eine Warm God oder eine Redline bekommen. In der Phönix kann ich spüren. Achtung. Ich muss kurz an meinen Fingern riechen. Come on, Papa braucht ein neues Paar Schuhe. Cyrus, geil. Öffne die Kiste. Komm schon, tu es. Tu es, komm, tu es. Ja. Ja. Oh mein Gott, eine Millespec. Ja. Komm schon! Na? Oh mein Gott, eine Millespec. Wie toll. Dumme Scheiße, Mann. Guck mal, zwischen den Wurmgots. Ich meine, wir haben bis jetzt eine ganz gute Ausbeute. Ja, also die ist ja nicht von heute, aber ich denke, das sind Waffen, die euch auf jeden Fall gefallen könnten. Ne? Also für Giveaways. Kommen wir zurück zu unserer wunderschönen Knock-Knock-Kiste. Das ist doch die, ne? Ja, da habe ich es doch noch gespürt, dass da vielleicht was kommt. Möglicherweise auch eine von den dreien. Aber gut, die Isaac wäre jetzt kein großer Verlust. Also einfach nur, weil mir die Isaac gefällt und ich auch weiß, dass sie einigen von euch gefällt. Der Isaac ist eine recht schicke Tech 9. Da kann man nichts sagen. Öffnen wir die Kiste. Easy Slaughter Knife, easy Cash Out, easy $5000, easy Urban Hazard. Wow. Fucking delicious. Mensch, so eine schöne Waffe. Wir kommen zurück zu unserer Phoenix-Kiste. Hit me! Oh, eine Cirrus schon wieder. Ah, oh, geil. Ich liebe die Waffe voll, ne? Das habe ich vielleicht noch gar nicht erwähnt, aber ich finde die sau sexy, die Waffe. Drake Moon, gib mir noch irgendwas. Keine Cyber. Ach, wisst ihr was? Wer spielt schon die Guardian? Kein Schwein. Ich bin ganz ehrlich, ich würde jetzt echt noch gern mit dem Geld jetzt einfach zweimal die Phoenix aufmachen, weil ich da doch nach wie vor vermute, dass wir... Aber die hat mir jetzt schon so auf die Cirrus gegeben, dass sie mich einfach mal am Ärmel lecken kann. Wir gehen jetzt hier rein, einmal. Wenn wir dann was rauscashen können, können wir nochmal die andere aufmachen. Ich will noch was so zum Abschluss, wo ich sagen kann, darauf könnt ihr euch dann freuen. Leute, ihr könnt euch auf einen Aristokrat freuen. Ist es nicht was? Ist es nicht was? Ne, behalten wir. Die Aristokrat ist einfach, die ist es. Die ist so mittelschick. Dieses Mal leider kein fetter Gewinn dabei, aber ich kann euch eins sagen. Wir haben auf jeden Fall diese Kiste entlarvt. Das ist easy bug. Lächerlich. Was ist Baby Drake? Was ist da drin? Die war da wirklich drin? Labernett. Wie kann man sowas nur easy bug nennen? Ich meine, sicher sind die Chancen hier vielleicht etwas höher, um hier was zu ziehen, wo du dann mit einem kleinen Gewinn da stehst. Aber so an und für sich ist dahinter doch auch nur wieder die Idee, dass du diesen Gewinn hast, hier hochgehst, diese Kiste aufmachst und nur Scheiße bekommst. Diese Seiten sind konzipiert dafür, um dir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Immer. Grundsätzlich. Wenn ich euch nicht hätte, den ich diese Skins dann schenke und vor allem die ihr auch reinspendet für solche Openings, dann würde ich nie im Leben auf so einer, ihr wisst es ja, dann hätte ich keine Skins. Dann hätte ich einfach keine Skins. Also einfach privat für mich, ich brauch sowas nicht. Da ich euch aber hab und ich weiß, dass ihr euch darüber freut, also erstens über das Video an sich und zweitens über die Skins, die ich euch dann schenken kann, mache ich das. Wir haben jetzt aus diesen $28 $9.17 gemacht. Es war jetzt kein totales Desaster, aber es war jetzt auch nicht optimal, ne? Naja, komm, scheiß der Hund drauf. Immerhin haben wir einen roten Skin noch dabei. Auch nicht schlecht. Solche Skins können halt wirklich super ein Giveaway anführen. Da ich ja meistens 10 Skins raushaue, ist es immer gut, wenn man dann auf Platz 1 und auf Platz 2 vielleicht einfach zwei recht gute Skins hat und dann unten halt einfach die blauen kommen und sowas, worüber man sich natürlich auch freut.
wenn man ein guter Mensch ist, wenn man nicht gerade ein Fickfrosch ist. Es gibt tatsächlich welche, die den Spruch, einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul, nicht kennen. Man will es nicht glauben, aber es gibt's. Ja. Komm, ich hau die Dinger direkt raus, mal gucken, ob es sofort geht. Ah, okay, sehr gut, sehr gut. Out of stock. Muss mal warten, bis sie wieder das Zeug am Start haben. Ja, da sind wir wieder am Ende angekommen. Ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Ich streame jeden Dienstag und den Donnerstag ab 19:30 Uhr. Seid dabei, es gibt immer ein Skin-Geschenk. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.